So, und aus den Kohledingern bauen wir uns hier unsere Fackeln. So. 17 Stück immerhin. Das Bett können wir schon mal aufstellen. Neue Steinspitzhacke können wir auch bauen. Technischer Fortschritt, ne? Hätte ich eigentlich schon erlangen müssen, wie ich eben unser Steinschwert gebaut habe. Aber nun gut. Sehr gut, dann bauen wir das hier ab. Dann bauen wir das hier ab. Gehen jetzt schnell pennen. Packen unser Bett dann ein und machen uns weiter auf den Weg. Tolle Eislandschaft zu finden. So. Müssen wir gucken, wie wir hier irgendwie hochkommen. Oder drumrum. Ist auch scheißegal. Hauptsache erstmal weiter in eine andere Richtung. Genau, fang an zu fackeln, mein Freund. Mega Pilze haben wir hier. So. Natürlich auch so eine tolle Pilzsuppe machen. Aber ich glaube, das will ich nicht. So bescheuert, also es mit dem Hinterherschlagen, ey, boah, nee. Da würde ich niemals drauf klarkommen. Ich brauche ein Schneebiom, verdammte Axt. Irgendwas sehen? Nein, sieht nicht so aus. Den Fisch zu braten. Hühnchen. Ich würde gerne schneller rennen. Das Problem ist, ich werde dann so viel Nahrung verballern. Und so viel Nahrung haben wir noch nicht. Deswegen versuchen wir es mal auf den normalen Wege hier. Wie gesagt, es passt sich immer mehr der Pocket-Version an. Den ihr zieht, ist es ja praktisch alles zu vereinen. Also sowohl Pocket Edition-Spieler wie auch PC-Spieler zusammen zocken können. So. Früher schon Hühner gekillt, hätte ich jetzt ein bisschen mehr. War gerade ich schon der Meinung zu sagen, ihr habt Glück gehabt, ihr werdet überleben. Aber nein, ich habe noch einen Weg gefunden. Yeah. Come on, you fucking Hühnchen. Also wenn für euch die Folgen hier kommen, werde ich wahrscheinlich auch die alten ARK-Folgen hochladen, die ich schon eine Weile auf dem PC habe. Aber ich wollte halt genau für diesen Moment behalten, damit ich ein paar Folgen auf Reserve habe. Ich weiß wirklich nicht, wie ich die 2,5 Wochen jetzt noch durchziehen soll zum Aufnehmen und keine Ahnung was. Kommendes Wochenende habe ich schon den Samstag frei und da haben wir viel, viel vor.
Sonntag muss ich arbeiten. Darauf den Freitag hätte ich frei, also langes Wochenende, weil ich da auch sein kann, dass ich Samstag wieder auf Achse bin. Das weiß ich noch nicht. Das entscheide ich halt spontan. Immer gewillt, Tab zu drücken, weil ich noch im 7 Days to Die Fieber bin. Auf dem Server halt momentan auch noch bauen. Wo ich aber nicht sicher bin, war wie auch immer, ob ich daraus auch noch neue Folgen machen soll. Ich hatte es eigentlich vor zu streamen, diese Stream-Folgen ja, mit euch zusammen zu teilen, dann auch auf YouTube. Muss mal gucken, ob ich das vielleicht kommendes Wochenende mache. Weiß es noch nicht. Oder in der Woche vielleicht nochmal schaffe, ein paar Stündchen. Oder einfach nur aufnehme. Hauptsache ihr seid versorgt. Definitiv. Ich werde wahrscheinlich ein paar Handyvideos auf den Kanal laden. So ein paar Eindrücke von meinem Urlaub her. Ich hoffe ja immer noch, dass es schönes Wetter ist. Habe ich so ein bisschen Bammel vor mit den ganzen Unwetterphänomenen, die momentan so auftreten. Ja, toll, Kuhschubser Erfolg freigeschaltet, obwohl ich schon massig von denen gerade eben gelegt habe. Aber nun gut. Dann soll es so sein. Ich werde es als 15 Minuten Parts auf jeden Fall für euch lassen. Ja, die Blumen brauche ich noch nicht. Ja, habe ich sie natürlich wieder eingesammelt. 15 Minuten Parts deswegen, weil wie gesagt, ich weiß es sonst nicht zu bewältigen. Letztes Jahr habe ich da gut vorsorgen können, aber da war auch nicht so viel Problematik wie jetzt momentan. Also ich habe ganz ehrlich dieses Wochenende richtig übel gedruckst geschaut. Wie kriege ich das am blödsten hin? So. Ich will jetzt gerade mal was noch für euch austesten, deswegen mache ich hier mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.